Die DHV News vom 22. Juli 2022. Gummibärchen, Blinat versus Burt. Äh, Thailand. Herzlich willkommen bei den DHV News und danke euch an alle neuen Ab Abonnenten, dass ihr mir endlich die 213 weggemacht habt. Jetzt haben wir 214. Bei 215.000 Abos kommt dann wieder eine Zahl hier so runter äh, geblubbert. Ja, vielleicht äh, habt ihr ja Bock äh, da auch noch weiter dran zu arbeiten jetzt. Noch ein Hinweis zu einem weiteren neuen Video in unserem Kanal hier von der Cannabis Normal Konferenz. Diesmal haben wir die Aufnahme hochgestellt der Session? Welche Regeln braucht es für den Eigenanbau? Sicherlich eine Sache, die viele von euch interessiert, was man da so besprechen kann, fordern kann und so weiter. Ähm, schaut mal da rein, hat schon einen Haufen News. Macht da noch mehr draus. Dann noch ein interner Hinweis: ja, hier werden in den nächsten zwei Wochen keine News erscheinen. Wir verbrennen jetzt mal einen Haufen Urlaubstage, damit wir in der zweiten Jahreshälfte, wenn die Politiker wieder da sind, ja, auch wieder irgendwie einen Haufen. Arbeit, Arbeitstage noch haben und nicht äh, Zwangsurlaub machen müssen, um das noch abzuarbeiten, unseren Urlaubsberg. Jedenfalls sind wir zwei Wochen off hier und die nächste Ausgabe der DHV News ist dann am 12.08. wieder am Start. Unmittelbar vor der Hanfparade, übrigens einen Tag vor der Hanfparade und wenn ich da gerade schon mal dabei bin, ist das natürlich hier auch die letzte Gelegenheit schon zur Hanfparade aufzurufen. Also die größte Demo in Deutschland traditionell für die Legalisierung von Cannabis in Berlin am 13. August strömt dahin. Ja, wir sehen uns da. Ich bin auch vor Ort. Ähm, ja, und dann, legal, dann müssen wir noch mal ordentlich protestieren und äh, demonstrieren dafür, dass Cannabis wirklich legal wird. Ja, wir haben uns ja immer noch nicht irgendwie sicher im Sack. Von daher machen wir was draus. Dann habe ich ansonsten eine spannende Themenauswahl hier. Und es gibt eine Premiere am Ende bei den Terminen, äh, eine kleine. Und ich habe ziemlich interessante Nachrichten, finde ich, diesmal, die sind auch äh, international diesmal wieder. Ja, manche sagen immer, das kriege ich nicht, wir wissen nur, was in Deutschland los ist. Ja, dann ist das vielleicht für euch nicht so spannend wie für mich diesmal. Ähm, aber ja, ich finde auch die internationalen Sachen immer gut. Ähm, und die erste ist nicht international, das ist nochmal Deutschland Ampelfunk, ja, aber auch die hat irgendwie einen internationalen Zusammenhang. Also es geht eigentlich nochmal um die Details der Legalisierung in Deutschland, ja, mit in der Sommerpause, die ja mittlerweile angefangen hat. Aber Anlass ist die ICBC, die International Business Cannabis Business Conference, also auch international, ja, ein Haufen nationale Gäste da. Ähm, jede Menge Leute, die Cannabis Business machen oder machen wollen. Und ja, das war diese Woche. Ich war auch da und Burkhard Blinert war auch da. Wir haben im Programm übrigens auch unmittelbar hintereinander geredet. Ähm, rückigerweise genauso, wie ich gleich das nochmal zeigen werde. Ja, obwohl ich da was ganz anderes erzählt habe, als das, was ich gleich zeigen werde. Äh, ja, ich, so ein, ich war so in Vorgruppe sozusagen. Ja, ich habe die Leute warm gemacht, äh, bevor er dann dran war. Und er hat eine relativ äh, längere Rede halten dürfen da oder können oder mh, die ICBC war... So glücklich, dass er es getan hat, wie auch immer, auf jeden Fall war er da. Und ich fand die Rede ganz gut. Ich habe euch die mal verlinkt hier unten in der Videobeschreibung, die ist komplett online einsehbar. Und also er war halt sicher auf jeden Fall, so, souveräner Auftritt, frei gesprochen. Und ja, sonst habe ich schon mal auch gesehen, so ein bisschen unsicher, noch ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so super flüssig oder so, aber das fand ich eigentlich eine ganz runde Angelegenheit da. Auch wenn er natürlich wieder nicht viele Details hat durchblicken lassen. Ja, klar, er hat schon irgendwie wieder allgemeine Sachen erzählt, aber ich finde da auch ganz gut das Spannungsfeld deutlich gemacht, aufgezeigt, indem er und sein Team jetzt diese ganzen Detailentscheidungen fällen müssen, ja, die da ja äh, anstehen jetzt für die Eckpunkte, die, äh, die die Regierung jetzt selber irgendwie hinlegen will im Herbst. Und ja, das hat den ganzen Prozess hat ja er nochmal schön beschrieben. Aber es waren eben auch Interviews da. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben äh, angeteasert habe. Auch da äh, sind wir unmittelbar hintereinander zu sehen. Im Beitrag von RBB24 nämlich. Und da zeige ich euch jetzt mal zwei Schnipsel und der erste bin ich selbst. Wir müssen ein attraktives Angebot für Konsumenten schaffen. Wir dürfen nicht zu viele Grenzen einführen, was die Produkte angeht. Wir müssen zum Beispiel auch essbare Produkte zulassen. Die THC-Obergrenze darf nicht ähm, kommen oder auch nicht zu, zu niedrig sein jedenfalls. Sonst schaffen wir es nicht, die Leute vom Schwarzmarkt zu holen und das ist das wichtigste Ziel. Ja, das ist eine der wichtigen Grundlagen unserer ganzen Positionierung zu der ganzen Legalize-Frage. Eben... Wenig Restriktionen, die helfen, den Schwarzmarkt zu verdrängen, weil nur dann im Prinzip der, die, die legalen Läden attraktiv sind für die Kunden ähm, und dann eben den Schwarzmarkt verdrängen. Das ist äh, das wichtigste Ziel. Schwarzmarkt verdrängen, Leute in die legalen Shops reinkriegen, geprüfte Qualität zum Konsumieren anstatt gestreckter Schwarzmarktmist. Das ist das Wichtigste auch für den Gesundheitsschutz der Konsumenten. Unserer Meinung nach, ja, und direkt danach kommt dann Blindert im Beitrag von RBB24. Wir werden keinen Markt schaffen, wie zum Beispiel in der Modebranche, wo alle zwei Monate eine neue Welle von neuen Produkten in die Geschäfte kommt. Wir werden definieren, was in den Geschäften verkauft werden darf. Ich sehe auch nicht ein, dass wir zum Beispiel THC-haltige Gummibärchen dort verkaufen werden. Ja, und auch das zeigt ja diesen Spannungsbogen, den ich eben erwähnt habe, in dem Blindert und sein Team sich da jetzt bewegen, irgendwie die zwischen den Leitplanken, zwischen unserer liberalen Haltung. Und ähm, zwischendurch auch deutlich restriktiveren anderen Leuten, die da unterwegs waren, bei den Hearings auch, bei, den, bei dem Konsultationsprozess und da eben harte, äh, starke Einschränkungen gefordert haben für die Legalisierung und welche Regeln da gelten sollen. Und im Grunde kann ich, Blin ja auch verstehen, ja, an dem Punkt, dass, wenn jetzt am Ende Cannabis ein riesiger Hype wird, ja, wie er sagt, da wir ständig jede Woche neue Innovationen, neues Produkt und ein Riesengedöns und am Ende landen massenhaft Kinder in der Notfallstation, Notfallaufnahme, weil die ständig THC-Gummibärchen essen und dann irgendwie umkippen. Ja, das ist natürlich dann eine Sache, die auch nicht in unserem Sinne ist als Handverband. Das gilt natürlich zu vermeiden. Aber wir setzen da eher auf Aufklärung, Werbeverbot, kindersichere Verpackungen, ja, um solche Geschichten zu vermeiden. Aber vor allen Dingen eben Aufklärung. Ja. Wie wirken äh, essbare Cannabisprodukte im Vergleich zu den rauchbaren, ja, damit man eben Überdosierung vermeiden kann. Und den Trend hin zu ess- und trinkbaren Cannabisprodukten kann man sowieso nicht aufhalten. Ja, der wird sowieso kommen. Der ist auch jetzt schon im Ansatz da. Man kann auch schon auf dem Schwarzmarkt alle möglichen essbaren Cannabisprodukte kaufen. Und auch da wird der Trend sicherlich weiter vorangehen. Das lässt sich auch nicht verhindern, indem man im Laden dann im Prinzip diese Produkte verbietet. Und ständige Innovationen gibt es eben auch auf dem illegalen Markt. Man wird eben diese Innovations Kraft sozusagen der, der Wirtschaft, äh, egal ob legal oder illegal, nicht vermeiden können. Ja, das wird nicht so sein, dass wir forever stehen bleiben und sagen, nur Handflöten und nichts anderes irgendwie kommt in die Tüte. So, dann kommen wir zu den ganzen ausländischen Nachrichten. Ich fange an mit England, aber vorweg nochmal kurz. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an Frau Ludwig. Daniela, die war mal Drogenbeauftragte in Deutschland, gar nicht so lange her, und hat auch ähm, nach fantasiert über eine Entkriminalisierung nach angeblich portugiesischem Vorbild. Die lassen ja auch die Konsumenten anderer Drogen in Ruhe, machen keine Strafverfahren, bieten denen Hilfe an. Und daraus hat dann schon Ludwig gemacht, naja, also keine Strafverfahren, aber Ordnungswidrigkeit und Bußgeld, ja. Und äh, jeder muss zu einem Präventionskurs. Also nicht mal nur kurz vor ein Gremium wie in Portugal, sondern wirklich einen richtigen Kurs belegen. Ja. Also Zwangsmaßnahmen, Präventionskurs plus Bußgeld. Das war dann im Prinzip ihre äh, Idee von portugiesisches Modell und Entkriminalisierung der Konsumenten. England setzt jetzt noch einen drauf. Da gibt es jetzt einen Entwurf der Regierung, der vorsieht, Konsumenten mit kleinen Mengen von Cannabis bis Kokain nicht mehr sofort strafrechtlich zu verfolgen. Insoweit, so gut. Ja, Portugal-Modell. Aber auch beim ersten Mal soll es schon eine Zwangsberatung geben. Modell Ludwig sozusagen. Beim zweiten Mal erwischt werden soll es nochmal eine Zwangsberatung geben. Übrigens, immer müssen die Leute selber die Kurse bezahlen. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Also ist auch schon eine Art Geldstrafe, wie auch immer man das ja, indirekt jedenfalls dabei. Und die zwei Täter müssen auch noch drei Monate lang unangekündigte Drogentests über sich ergehen lassen. Also wird Abstinenz verlangt, dann von den Leuten sozusagen. Warum auch immer? Ja, was das für einen Sinn macht dann in so einem Zusammenhang, wenn ich sage, ich will eben den Konsum ein bisschen mehr dulden und weniger bestrafen, ja, und trotzdem will ich Abstinenz durchsetzen. Und wenn man dann noch mal erwischt wird, ja, dann geht es volle Kanne zur Sache. Da sind die so ein bisschen amerikanisch jetzt unterwegs, wo es auch schon diese, diese Three Strikes Regelung in vielen Bundesstaaten immer gab. Beim dritten Mal bist du raus und forever im Knast sozusagen, egal wie klein das Vergehen war. Und so sieht es jetzt hier auch ein bisschen aus. Ja, beim dritten Mal soll das Strafrecht erstmal wieder am Start sein. Außerdem wird dann der Entzug des Reisepasses angedroht. Man kann England dann nicht mehr verlassen. Und Führerschein kann entzogen werden. Und der Besuch von Nachtclubs und so weiter, äh, anderen ähnlichen ähm, Festivitätslokalen, an, äh, Events und so weiter, kann untersagt werden. Ja, man darf auf kein Festival und nichts mehr, darf England nicht verlassen, sitzt da nur noch irgendwie blöd rum. Ähm, das ist schon ein bisschen irre, sag ich mal, aber ein ernsthafter Vorschlag der Regierung. Ja? Klingt irre, aber ist es nicht, die meinen das ernst. Ähm, und das wird jetzt beraten im weiteren Verfahren, aber... Also, ich glaube nicht, dass das jetzt so kommt in England. Ja, das ist halt noch so, so eine Zuckung von dieser Johnson-Regierung, die ja sowieso gerade äh, umkippt. da. Ja. Den Johnson sind sie ja schon fast los, die Engländer. Und da wird jetzt irgendwie ein neuer Ministerpräsident erstmal eingesetzt. Aber mit ein bisschen Glück sind die Engländer ja auch, die ganzen Tories dann in der Regierung los am besten, hoffe ich mal. Ja. Und dann äh, wird das sowieso in der Tonne landen. Und das passt auch überhaupt nicht zum Trend in England. Auch da sind immer mehr Leute ganz andersrum unterwegs Richtung. Entkriminalisierung, Legalisierung, Akzeptanz von Drogenkonsumenten, jedweder Art. Dann gucke mal nach Österreich und Schweiz. Da habe ich hier vor einiger Zeit schon über zwei Verfassungsbeschwerden berichtet, die unabhängig voneinander, aber fast gleichzeitig in Österreich und der Schweiz eingereicht wurden von jungen Aktivisten, Konsumenten, Aktivisten. Auch inspiriert durch die DHV News, auch durch meine Selbstanzeige damals. Also, ja, aufstrebende ähm, Macher der Legalisierungsbewegung, sag ich mal. Aber jetzt haben sie erstmal einen Dämpfer gekriegt, alle beide. Nämlich in beiden Fällen haben die obersten Gerichte mittlerweile entschieden und die Verfassungsbeschwerde abgelehnt. So wie bei mir damals übrigens auch. Ich habe nach meiner Selbstanzeige auch ich bis zum Bundesverfassungsgericht die Sache getrieben. Die haben das auch damals abgelehnt, sich damit zu befassen. Und in Österreich ist der Fall Ziemlich klar, die sagen einfach, also haben sich gar nicht ernsthaft damit beschäftigt, mit den Argumenten und mit, der, mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Cannabis und so weiter. Die sagen einfach, Legalisierung oder Nicht-Legalisierung ist eine politische Frage, Da soll die Politik entscheiden, haben wir nichts mit zu tun. Ja, die Politik hat das Recht, jedenfalls Cannabis zu verbieten und fertig. In der Schweiz ist die Sache komplizierter, und wenn ich sage, Verfassungsbeschwerde wurde abgelehnt, dann ist das wahrscheinlich schon grottenfalsch. Ja, also das ist deswegen komplizierter auch, weil die Schweiz ein ganz anderes Justizsystem hat als Österreich und Deutschland. Und ähm, da so diese Gerichtsbarkeiten in dem Sinne, wie wir die kennen, äh, da so gar nicht, äh, gibt es ja gar nicht. ja. Und ich habe das erstmal angeguckt und durchgelesen, dachte so, erzählst du das jetzt alles? Ja, habe ich das überhaupt selber alles verstanden und so weiter? Und dann sage ich einfach, okay. Ähm, also, er hat, konnte sich jedenfalls auch nicht durchsetzen, hat aber ein ausführliches Video dazu gemacht. Das verlinke ich hier in der Videobeschreibung, ja, könnt ihr euch selber angucken, wenn euch das ganz genau interessiert, wie da geurteilt wurde in der Schweiz. Auf jeden Fall am Ende vom Lied sieht der Aktivist Nino Forrer hat noch Chancen, ja, dass da was vorwärts geht. In etwas anders gelagerten Fällen äh, hat auch schon Leute an der Hand, sozusagen, wo dann im Prinzip die Vorgaben passen. Da wird jetzt immer ein bisschen nachjustiert und da machen die dann weiter. Während in Österreich Paul Burger, heißt da der Aktivist, äh, wahrscheinlich die Sache jetzt erstmal erledigt ist. Äh, für mehrere Jahre nehme ich an, ja hat der Schweizer Oberst, äh, Österreicher Oberste Gericht gesagt, so, okay, haben wir jetzt entschieden, Cannabis Legalisierung, äh, haben wir nichts mit zu tun. So, was haben wir noch? Internationales USA, ja, schön, schön. Da ist äh, lange gewartet worden, wie bei uns, ja, auf den Gesetzentwurf der demokratischen Regierungsfraktionen im US-Senat. Die hatten da schon mehrfach auch kleinere Reformgeschichten abgelehnt. Zum Beispiel den Safe Banking Act, ja, dass die in den Staaten, wo legal Cannabis vertrieben werden darf, dann auch die Banken mit denen Geschäfte machen dürfen, weil die ja sonst einen Haufen Bargeld die ganze Zeit durch die Gegend karren, haben die Demokraten im US-Senat nicht machen wollen, obwohl sie eigentlich dafür sind. Ähm weil sie in einem Paket den großen Wurf machen wollten. Also genau die gleiche Diskussion im Prinzip wie in Deutschland, jetzt hier mit der schnellen Kriminalisierung, wo klar ist, die Ampelfraktionen wollen das am Ende sozusagen im Ergebnis, aber äh, eben nichts einzeln machen, sondern alles in einem großen Wurf. Die Amerikaner haben jetzt vorgelegt, ja, und von wegen das geht alles so schnell überall, außer in Deutschland. Jetzt ist Biden fast zwei Jahre im Amt, oder die Wahl zumindest, ist zwei Jahre bald her. Gut, paar Monate. Anderthalb, sagen wir anderthalb Jahre, ja. Auf jeden Fall. Ähm, hat es bis jetzt gedauert, bis die Demokraten diesen, ähm, ihren Entwurf eingebracht haben, der dann jetzt diskutiert wird. Und eine weitere Ähnlichkeit gegenüber Deutschland ist, dass auch da mehrere Parlamente, also zwei Parlamentskammern gibt im Wesentlichen. Und äh, die im, im Haus haben die Demokraten die Mehrheit locker am Start. Ja, da können die im Prinzip machen, was sie wollen. Aber im Senat sieht die Sache anders aus. Da ist auch wie bei uns im Bundesrat die Vertretung der Regionen, wo dann eben die einzelnen US-Staaten ihre Wahlmänner irgendwie hinschicken oder ihre Vertreter. Und da ähm, haben die keine klare Mehrheit und da muss man damit rechnen, dass im Prinzip im Senat die Legalisierung scheitert. Ja, da, ist, da haben die keine klaren Aussichten auf jeden Fall. Dieser Gesetzentwurf würde aber Cannabis auf Bundesebene in den USA komplett legalisieren im Sinne von nicht mehr verboten, ja, würde aber den US-Staaten jeweils dann äh, Spielräume dann eben entsprechend einräumen, äh, dass sie legalisieren können, wie sie wollen, dass sie regeln können, wie sie wollen. Ich nehme aber auch an, dass sie weiter verbieten können, wenn sie wollen. Ja, das ist äh, dann möglicherweise auch mit am Start äh, bei, bei so einer offenen Regelung. Mal sehen, wie das jetzt da weitergeht. Ich meine, die haben ja sowieso schon legalisiert, einzelne Staaten. Insofern ist das dann. Ähm, gar nicht so eine riesige Veränderung möglicherweise. Andererseits hat man aber auch in vielen demokratisch ähm, dominierten Staaten gemerkt, so okay, dieses Verbot auf Bundesebene, ja, das passt vielen Gouverneuren dann da vor Ort doch auch nicht so richtig. Ja. Denen ist das schon lieber, wenn auf Bundesebene da jetzt äh, nicht mehr mit Razzien gedroht wird oder so von der Bundespolizei oder was. Also insofern, wäre es auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne, gar keine Frage. Allerdings lässt das Ganze auch ein paar Fragen offen. Dieser, dieser Gesetzentwurf. Also zum Beispiel äh, die Führerscheinfrage wird da jetzt erstmal nicht geklärt, jetzt, wie das genau laufen soll, wird kein, kein THC-Wert vorgeschlagen oder so, sondern nur, dass mehr geforscht werden soll. Und ähm, ja, da, da ist das nicht so sehr umfassend, dieser Entwurf. Dafür wird wieder sehr darauf geachtet, dass die ähm, geschädigten Communities durch die Prohibition geschädigte Communities ähm, entschädigt werden sollen, ja, dass die auch jetzt am Wirtschaftlichen Aufschwung durch die Legalisierung besonders beteiligt werden sollen. Also so insbesondere schwarze Communities, andere Stadtteile, wo eben viel mehr Polizeikontrollen gewesen sind als in weißen Stadtteilen. Und diese Leute sollen dann eben jetzt entsprechend bevorzugt werden, auch um das wieder gut zu machen. Also auch ein interessanter Ansatz, wo wir in Deutschland in der Denke noch lange nicht so weit sind, glaube ich. Wo wir als Handverband aber auch mal sagen, komm. Also zumindest bis, bisherige BTM-Einträge, Straftaten mit Cannabis ohne Gewalt und Waffen sollten kein Ausschlusskriterium sein, hier irgendwelche Lizenzen im Cannabis-Business zu bekommen. Ein bisschen anders ist die Situation, weil im Senat der USA ein PAD herrscht, ja? also das ähm, ungefähr ja, Gleichgewicht. Jedenfalls ähm, ist das nicht so wie bei uns im Bundesrat, dass die CDU eine deutliche Mehrheit immer noch hat um so ein Legalisierungsgesetz Gesetz zu verhindern. So oder so, sehr ähnliche Situationen letztendlich ähm, in den USA und in Deutschland. Und auch da dauert alles ewig, äh, ähm, obwohl da zwei Drittel der Bevölkerung für die Legalisierung sind, wo, während hier so ungefähr halbe halbe ist. Äh, also eigentlich müsste da jetzt wirklich bald mal Knack machen und ähm, ja, komplette USA legal Cannabis zur Verfügung haben. Mal sehen, wie, wohin die Reise da geht. Thailand. Da bin ich jetzt auch mehrfach nochmal angesprochen worden. Was ist denn mit Thailand? Ist denn da nicht Cannabis auch legal? Und wieso ist Thailand nicht in der Karte hinter mir als legalisiertes Land eingetragen? Wir werten ja alle Länder, die eben eine klare Legalisierung durchgezogen haben, also auch mit legalem, durchregulierten Verkauf von Cannabis. Und jetzt poppen überall die Geschäfte auf in Thailand, die eben Cannabis verkaufen. Auch potente Sachen, ja, obwohl da gar nicht klar ist, was darf da eigentlich jetzt verkauft werden oder nicht. Jedenfalls, wenn man die Nachrichten hier liest, steht in jeder Nachricht was anderes drin. Ja. Da, ist, da heißt es dann mal, nur Produkte bis 0,2% THC. Dann heißt es mal, oh, das gilt aber nur für Blüten, nicht für Extrakte oder umgekehrt, was weiß ich, oder oh, das ist nur für medizinischen Konsum und nicht für äh, Genussmittelkonsum. Ja, da geht das Bild durcheinander. Ähm, von daher habe ich, das, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt hier, insoweit auch nichts Neues für Zuschauer, aber ich habe es jetzt ein paar Wochen nicht erwähnt und dann, die Nachrichten sind halt so überwältigend aus Thailand, dass, dann, dass ich da nochmal was zu sagen muss. Aber ich habe da auch jetzt einen schönen Aufhänger nochmal irgendwie als Nachricht, um das jetzt hier nochmal zu bringen. Eigentlich zwei sogar. Also da ist einer der Minister da, der stellvertretende Regierungschef und Gesundheitsminister, der das Ganze angeleiert hat und promotet hat, hat jetzt selber nochmal gesagt, so wie, jetzt dat, die Leute konsumieren das jetzt als Droge? Unglaublich, ja, da müssen wir nachschärfen. Er hat also eine Verschärfung des Gesetzes jetzt angekündigt oder der, der, der rechtlichen Situation, ja, ein richtiges Gesetz haben die ja gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und dann eben der, der ähm, Gebrauch als Genussmittel auch wieder eingeschränkt werden soll oder verboten werden soll und nur medizinischer Gebrauch, ja, wie auch immer der definiert ist, dann möglich ist. Also insofern äh, ist da schon ein Signal Richtung, nee, wirklich Legalisierung ist das nicht. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, was für einen Status überhaupt, die, die, überhaupt Thailand hat, weil das so ein chaotischer Prozess ist in Sachen Demokratie. Normalerweise würde man ja erwarten, dass ja, das vernünftig diskutiert wird, dann ein anständiges Gesetz gemacht wird, wo dann drinsteht, was man darf und was man nicht darf und so weiter. Das dauert dann eben länger, so wie wir das eben in Deutschland sehen. Und in, in Thailand geht es eben auch deswegen schnell, weil das mit der Demokratie so eine Sache ist. Ähm, die haben zwar offiziell eine Demokratie eine, mit König, ja, König mit Parlament sozusagen. Das ist der König, der die ganze Zeit in Bayern hockt und da merkwürdige Sachen macht. Ja, jedenfalls nicht wirklich Thailand regiert. Und die haben also eine wechselvolle Geschichte zwischen ähm, Parlamentsmacht sozusagen, Demokratie und Militärputschen, die andauernd da stattfinden. Äh, das ist also ziemlich instabil. Und im Moment äh, ist ein vom Parlament bestimmter ehemaliger Militärmachthaber ähm, Chef der Regierung in Thailand. Ja, also insofern okay. Der sagt dann halt irgendwie ja, okay, komischer Gesundheitsminister, streicht das mal mit dem Hanf aus dem Drogengesetz, ne? Und dann poppen überall Läden auf und dann sagen die wieder, ja, nee, macht das mal wieder weg oder so. ja? Also das ist völlig unklar. Aber die Story, die ich eigentlich sagen wollte, die thailändische Polizei hat Schmuggler aufgegriffen. Äh, Im Boot äh, haben sie gesehen, wie vom, von Laos aus äh, nach Thailand rüber über den Fluss. Mekong wird gewesen sein, nehme ich mal an, ähm, ein Boot rüber fuhr und schnell da irgendwas ausgeladen hat, dann direkt wieder rübergefahren ist und irgendwelche Thais, die das dann eingesammelt haben, losgefahren sind. Eine klassische Schmuggelgeschichte da irgendwie. Und die haben sie dann festgesetzt, die Thais, mit dem mit 200 Kilo, über 200 Kilo äh, Gras. Haben ja, erstmal verhaftet und alles, ne? also Dealer und so und Menge Cannabis. Und dann wussten die aber selber nicht, ob das jetzt illegal ist oder nicht. Ja, ob sie da jetzt Straftäter erwischt haben oder Händler oder ne, was hat jetzt verboten oder nicht, keine Ahnung. Und dann haben sie die Leute wieder laufen lassen, ja auf Kaution erstmal, damit sie jetzt mal in Ruhe ewig drüber nachdenken können oder mal einen Militärmachthaber fragen, den ehemaligen so, ob das jetzt so ein Verbrecher war oder nicht oder ob das legal ist oder nicht. Also, wenn die Polizei das schon selber nicht weiß ja und der Gesundheitsminister selber nicht rafft, weil er da irgendwie verkündet hat, dann wissen wir das hier beim Handverband auch nicht und können euch auch nicht sagen, ob das jetzt da legal ist oder nicht. Gucken wir mal, ja, wie das weitergeht da. Juicy Fields, das ist eine traurige Nachricht für viele, die vielleicht mal schon mal geguckt haben, in Cannabis ein, ein bisschen was zu investieren und sich haben verlocken lassen von der Firma Juicy Fields, die traumhafte Renditen versprochen hat, indem man im Prinzip kreditmäßig so, so den Aufwuchs einer Pflanze finanziert und dann unmittelbar an einem traumhaften Verkauf, Erlös beteiligt wird. 30 bis bis hin zu 66 Prozent, glaube ich, waren die Renditeversprechungen da. Also bombastisch, ja, mit irgendwelchen Erklärungen, wie das zustande kommt. Und ähm, ja, so was gibt es nicht, Leute. Ja? Es gibt keine garantierten, sicheren Renditen von 30 Prozent oder mehr. Das könnt ihr komplett vergessen. Ja, Wenn euch so was einer erzählt, glaubt das nicht, macht das nicht. Ähm, andererseits ist bis jetzt auch nichts irgendwie klar gewesen in dem... Zusammenhang, das ja, hätte ich das hier schon mal gemacht, aber wenn jetzt irgendwie keiner keine, irgendwelche Skandale aufdeckt, ja, nichts bekannt ist darüber oder so. Und alle Leute denken, mir dann erzählen so, ja, aber ist doch plausibel, ja, guck mal, die haben das genau erklärt, wie sie das Geld machen. Ja, okay, ja. Im Zweifel, für, Im Zweifel für einen Angeklagten. Aber jetzt ist die Sache auf jeden Fall klar. Die Chefs sind offenbar abgetaucht mit der Kohle. Die Kundenkonten sind gesperrt, die Leute kommen an ihr Geld nicht ran, wahrscheinlich ist das auch gar nicht mehr da. Die haben das ja auch für umfangreiche. Werbemaßnahmen ausgegeben, zum Beispiel, und äh, ja, sicherlich hier einen Plan gehabt, äh, irgendwann zu verschwinden, ja, wenn das Ganze auffliegt, das ganze nicht vorhandene Modell sozusagen. Auf jeden Fall in Juicy Field wird niemand mehr investieren können, und wenn euch irgendjemand anders verspricht, mit einer Rendite von 30% aufwärts hier in irgendwelche Cannabis-Geschichten zu investieren, selbst wenn, die, wenn Leute mal was zurückgekriegt haben, weil ja, justifies war ja auch so, dass, dass die Leute dann investiert haben und über diese App da auch Geld zu zuvor Zeit abrufen konnten, das hat immer geklappt, ja, bis jetzt. Von daher war die Vertrauensbasis natürlich auch gegeben, aber im Sinne eines Schneeballsystems, ja, wenn irgendwann nicht mehr genug nachkommt, um das Ganze irgendwie am Laufen zu halten und dann klar wird, okay, ab jetzt geht es in die Verlustzone, ja, die Leute schenken uns nicht mehr so viel Geld wie vorher, dann nehmen sie halt das, was da liegt und hauen ab. Das ist jetzt passiert. Und die BaFin, die deutsche Finanzaufsichtsbehörde, die ja auch bei Wirecard zum Beispiel schon keine rühmliche Rolle gespielt hat, hat auch hier, finde ich, wieder gezeigt, dass in Deutschland keine vernünftige Finanzaufsicht existiert. Die haben nämlich schon früher Nachrichten rausgegeben zum Thema Juicy Fields, aber nur deswegen, weil Juicy Fields keinen Pro Prospekt rausgegeben hat. Ja, es gibt in Deutschland halt irgendwelche Vorschriften. Dass wer ein Finanzprodukt anbietet, in Deutschland einen Haufen Papierkram machen muss. Logischerweise, ja, Deutschland, Papierkram, ja, das ist unsere Regel. Und jetzt nicht, du musst ein seriöses Projekt anbieten und du darfst da nicht betrügen, sondern vor allen Dingen musst du Papierkram machen. Und die haben gesagt, ja, der Papierkram ist nicht da, ja, also äh, verwahren wir die oder warnen auch die Leute davor, da ist kein Papierkram. Und wir haben dann auch den Handel untersagt äh, für Josie Fields aber kein Wort davon, dass das wahrscheinlich Betrügerei ist, ja, oder auch da haben sie auch überhaupt nicht drauf geprüft und schreiben auch ganz offensichtlich, dass selbst wenn das Prospekt da ist, dass sie das nicht auf so Seriosität prüfen oder so, sondern einfach nur, ja gut, das Prospekt, der Papierkram ist nicht da, deswegen äh, können die gerade nicht handeln und das reicht meiner Meinung nach nicht aus, um dann eben den Konsumenten klarzumachen oder den, den Investoren in dem Fall klarzumachen. zu ähm, da stimmt was nicht, ja, bei denen, äh, außer Papierkram, äh, das ist das kleinste Problem, sag ich mal, ähm, ich... Fände nicht schlecht, wenn Finanzaufsicht, die sich so nennt, eben da auch mal reinguckt und man checkt irgendwie 30% Rendite. Da stimmt was nicht. Da kann was nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und da mal ein bisschen näher beleuchten. Wie auch immer, tut mir leid für alle, die da investiert haben in Juicy Fields. Das war nichts. Dann sind wir bei den Terminen. Oldenburg-Termine. Geht wieder los hier, Ortsgruppen. Und ja, genau die Innovation. Ich habe ich selber vergessen, was das war. Ich komme mal wieder drauf, wenn ich gleich sehe. Und zwar haben wir erstmal Oldenburg-Online-Treffen der Ortsgruppe, 24. Juli, Sonntag. Gleich Tag drauf, Montag, offenes Online-Treffen nochmal, äh, Ortsgruppe Oldenburg. Da machen die wahrscheinlich was anderes als bei dem anderen. In Bamberg trifft sich die Ortsgruppe Mittwoch, 27. Juli. Hamburg, Donnerstag, 28. Juli. Ja, jetzt hier, das ist die Innovation. Darmstadt, die machen eine Müllsammelaktion, die Ortsgruppe. Sonntag, 31. Juli. Habe ich noch nie, glaube ich, hier vorgelesen, dass eine dhv ausgruppe eine Müllsammelaktion macht. Wenn ich vergessen habt, könnt ihr in die ähm, Kommentare schreiben. Ja, bei, bei Ausgabe, also vor 300 Ausgaben, falls das doch mal der Fall gewesen ist. Aber finde ich super, ja, mal ein bisschen soziales Engagement und so. Ja, die die Handflegalisierer sind ähm, keine kaputten Junkies, sondern liebe Müllsammler und was für die Welt und so weiter. Ähm, das äh, ist doch ein schöner ähm, Image-Effekt, nehme ich mal an. Ja, wobei, kaputte Junkies, da referiere ich natürlich auf die komischen Vorurteile im Kopf von bürgerlichen Menschen in Darmstadt und nicht, äh, ja, nicht das, was ich im Kopf habe, ja. um das auch nochmal zu sagen. Müllsammelaktion, toll. Oldenburg, natürlich wieder nochmal, Oldenburg, Sonntag, 31. Juli trifft sich das Ortsgruppentreffen wieder online. Heidelberg, Hybrid, finde ich mal doll, da ne? denke ich mal, an Toyota, Hybrid, Prius, Hybrid. Also online und offline treffen gleichzeitig Montag, 1. August. Hanfparade, Hanfparade, habe ich schon gesagt, ja, Samstag, 13. August, die Mutter aller Demos in Deutschland für die Legalisierung von Cannabis. Äh, sehen wir uns da, Samstag, 13. August. Äh, Mannheim, Hanfblock beim CSD, auch nochmal was Besonderes der Ortsgruppe. Aktion beim CSD Mannheim, Samstag, 13. August, die einzige vernünftige Entschuldigung. Für Leute, die nicht zur Handparade kommen, ja, gerade da im Südwesten ist natürlich auch die Schweiz zur Handfahrade. Äh, ja, können wir zumindest im Handvlog mitlaufen da in Mannheim. Und dann machen die auch noch einen Infotisch hinterher, äh, ebenfalls Samstag, 13. August. Ich habe ein bisschen weiter vorgegriffen hier mit den Terminen als sonst, weil nämlich die nächsten zwei DRV-News-Versionen ausfallen. Ausgaben, ja, in den nächsten zwei Wochen keine DRV-News. Dann sind wir am 12. August direkt vor der handparade wieder für euch da. Und das war's für heute. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und äh, ja, wie, liked das Video hier. Äh, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großartigen Abend.